Liverpool ist ein Top-Gegner mit einer großen Historie. Ich habe damals schon mal mit Hoffenheim gegen Liverpool gespielt in der Qualifikation für die Champions League. Haben das eigentlich vor allem im Hinspiel gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt sind es komplett andere Voraussetzungen. Ich habe eine andere Mannschaft. Jürgen Klopp hat auch eine andere Mannschaft. Ja, wir freuen uns auf das Duell, das ist noch lange hin. Es ist ja erst im Februar das erste Spiel, trotzdem freuen wir uns schon drauf. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, trotzdem weiterzukommen, auch wenn der Gegner ein sehr, sehr guter ist. Ja, die würde auch folgen, wenn wir jetzt 17. wären, weil da wäre es auch wichtig, dass wir die 6 Punkte holen. Das hat, ja, 12, das ist 12. Spieltag, oder? Ich weiß gar nicht. 12. Ja, Titelkampf am 12. Spieltag ist noch relativ abstrakt, vom Titelkampf zu sprechen. Wir versuchen, die 6 Punkte zu holen, um dann ja, in der Tabelle oben zu bleiben und oben zu sein. Ob jetzt auf 1, 2 oder 3 ist, am 12., 13., 14. Spieltag nicht das Entscheidende, sondern Richtung Ende hin wird es interessant. Aber dafür sind eben die Punkte wichtig und nicht der aktuelle Tabellenstand. Natürlich ist so, dass eine gewisse Punktanzahl auch ein gewisser Tabellenstand nach sich zieht, aber wir schauen erstmal auf die Punkte. Darf ich ihm das sagen, wenn ich ihn irgendwann mal treffen sollte, oder? Ja, das ist ein talentierter Spieler mit einer sehr guten Torgefahr aus dem Mittelfeld, sehr guten Standardsituationen, einer sehr guten athletischen Voraussetzung, einer guten Kombination aus Speed, aber auch einer Ausdauerleistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum, ein hohes Spieltempo, auch ohne Ball fahren zu können. Ja, das waren, glaube ich, jetzt schon 4, aber es reicht erstmal.